Nicht. Ist gut. Schlaf. Schlaf einfach. Ja, unvorteilhafte Position. Wir sind schon länger wach. Ich habe euch gestern gezeigt, dass der Bernd diese Krautwickel macht, ne? Dass er das noch kocht, so spät abends. Und ja, er hat auch damit angefangen. Aber dann hat auf einmal keinen Bock mehr gehabt, alles vorbereitet. Und ja, jetzt sind wir seit 6 Uhr heute Morgen wach. Das Murphy hat noch ganz fein geschlafen. Wir waren noch nicht mal mit ihm draußen jetzt, obwohl es jetzt gleich schon 8:30 oder so ist. Und dann hat Bernd schon diese Krautwickel gekocht heute Morgen. Also gewickelt und geschichtet und aufgesetzt. Und ich habe jetzt gerade den Shake schon mal angefangen, unseren Frühstücksshake. Und ja, ich muss ja hier wegen Eisenmangel, nicht Mangel, also es ist noch nicht ein Mangel, aber es wird halt zu wenig, es läuft darauf hinaus. Deswegen röste ich mir gerade hier die Kürbiskerne und möchte jeden Tag eine Handvoll davon essen. Ja, und dann können die anderen auch direkt eine Handvoll davon essen, damit sie alle versorgt sind oder wir alle. So, hier ist unser Shake, da kommen jetzt noch die Tiefkühlfrüchte rein. Rote Früchte heute. So, das sind so gemischt. Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, alles Beeren. Beerenmix. Oh. Die sind so lecker, die Kürbiskerne. Ne? Warum macht man sich sowas nicht öfter? Warum muss man erst einen Eisenmangel oder, ja, ihr wisst schon, bekommen? Das ist voll lecker, wenn die so frisch geröstet sind. Die sind das. So Natur ohne alles. Voll lecker. Und hier ist der Riesentopf. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter der hat. Den hat der Bernd letztens noch geholt, weil wir ja jetzt Induktion, also schon länger haben. Aber halt so einen großen Topf, der bietet sich an für solche Gerichte. Weil das muss 3 Stunden kochen. Und hier ist so eine Schicht jetzt Kohl, eine große Schicht und irgendwo da drunter, da sind die Krautwickel. Und das muss jetzt erst 1,5 Stunden mit Topfdeckel kochen und dann ohne, habe ich die Instruktion bekommen. Und das ist das Wasser, wo der Kohl drin gekocht wurde, und wenn dann hier alles verdampft ist, muss ich das immer nachschütten. Weil der Bernd geht ja gleich arbeiten. Dann ist das meine Aufgabe. Ich muss euch nochmal alles erzählen. Ich habe gerade schon mal erzählt. Und hat nicht aufgenommen. Also ich habe halt nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich habe erzählt, dass der Bernd duschen ist und dass er gleich arbeiten geht. Und ich bleibe hier. Und oh, das mit den Krautwickeln hat er auch nicht gefilmt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Jedenfalls sind wir heute Abend auf dem Oktoberfest eingeladen, und weil mir kein Dirndl passt und ich habe auch gar keins und ich wollte mir auch nicht extra eins holen, weil ich es wahrscheinlich nie wieder brauche, habe ich so einen Hut bekommen. Da mit so einem Blümchen, und ich finde den eigentlich süß, aber ja, ich sehe halt total behindert damit aus. Sorry, ich weiß, man darf das nicht sagen. Ist nicht böse gemeint. Bernd hat sich auch einen Hut bestellt, aber der ist noch nicht da. Und er hofft, dass der heute noch kommt. Na, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich habe gerade Rotz und Wasser geheult. Nicht vor Schmerzen, also das tat jetzt nicht so doll weh. Ich habe mir voll den Bauch verbrannt an diesem riesen Topf hier. Ich sollte den ja also halt beaufsichtigen, habe ich auch alles gemacht, alles gut. Und dann sollte ich das Restwasser abschütten, und dann habe ich mir den Bauch verbrannt, und das, ja, hat, wie das halt so wehtut, wenn man sich kurz verbrennt. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich habe geheult, weil ich so doof bin, ne? Na, ey, ich bin zu nichts zu gebrauchen, so habe ich im Moment das Gefühl, ne? Ich kann halt beim Umzug nicht richtig helfen, ich kann nicht tragen helfen, ich kann nicht, also nichts, was schwer ist, machen. Dies nicht, das nicht, so, alle sagen immer, schon dich. Ich weiß, das ist ja von allen immer gut gemeint, ne? Aber ja, das war das Erste. Dann habe ich schon mal geheult. Dann habe ich das Badezimmer geputzt. Und
Keine Ahnung, weil ich dann sowieso schon so von mir selber genervt war, habe ich meine Brille liegen lassen auf dem Tisch und normalerweise macht das Murphy das nicht mehr. Aber dann hat er letztens schon diese Brille hier geschrottet. Also die Gläser sind ja noch okay, aber halt das ganze Gestell ist im Arsch. Okay. Und ich komme wieder und er liegt da ungefähr, wo er jetzt liegt. Und ich sage noch auch fein, ne, dass du so liegen geblieben bist. Auf einmal höre ich krr, krr, krr. Hat er meine andere Brille geschrottet. Jetzt habe ich gar, also das ist ja meine alte Brille, ne? Die ich jetzt auf habe. Die habe ich zum Glück noch. Ja. Dann habe ich wieder Rotz und Wasser geheult, weil ich so doof bin und meine Brillen da immer liegen lasse auf dem Tisch. Wie gesagt, normalerweise macht er das nicht mehr, aber jetzt hat er wieder seine Phase. Ich weiß nicht, ob das von dem Chip kommt, dass er ein bisschen am Rad dreht oder so eine pubertäre Phase, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mich schön fertig machen und euch das Schwangerschaftsupdate für die 25. Schwangerschaftswoche drehen. Ja, da fühle ich mich jetzt gar nicht mehr nach. Ich könnte nur heulen, die ganze Zeit, weil ich so doof bin. Ja, mein Kühlpad wieder auf dem Bauch machen. Das zwiebelt ganz schön. Mann, ey. Egal. Ich habe euch gestern in dem Vlog auch erzählt, dass ich so einen Tag jetzt, vorgestern hatte ich nicht gevloggt, weil ich so Kreislaufprobleme hatte. Das ist ganz komisch manchmal. Das kommt dann aus dem Nichts heraus. Ich weiß nicht, die schon mal ohnmächtig geworden sind, die kennen das Gefühl, als ob dir so ein ganz schwerer Mantel umgehangen wird. Dann sackt man so zusammen und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich so Atemnot habe. Und das habe ich halt zwischendurch. Das hatte ich vorgestern ganz extrem. Das war dann so, dass ich mich halt wirklich hingelegt habe. Gestern war es besser und heute hatte ich es zweimal jetzt zwischendurch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich habe niedrigen Blutdruck, das weiß ich. Aber trotzdem, ja, vielleicht sollte ich mal messen ab und zu, ne? Ich hole gleich mal das Blutdruckmessgerät raus und messe meinen Blutdruck. Bernd habe ich angerufen, der sagt auch, leg dich hin, ne? Schon dich. Ja, toll. Schon dich, schon dich. Ich hatte nämlich Sachen im Schlafzimmer schon mal wieder im Flur gepackt, dass wir die mitnehmen können zum Haus, wieder rüberräumen können. Sowas wie Decken und Bettbezüge, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Das kann ja alles schon mal rüber. Und Bilder habe ich schon im Flur so hingestellt, dass wir die mitnehmen können. Und wollte hier eigentlich weitermachen langsam. Ja. Ein ganz depressiver Vlog heute, aber das gehört ja beim Daily Vloggen auch dazu, ne? Das kann ja nicht jeder Tag immer nur rosig und toll sein. Dann wäre die zweite Brille kaputt gegangen. Jetzt habe ich bei Fielmann angerufen. Die haben ja da. Ich hatte da schon einen Termin gemacht für jetzt im Oktober. Smurfy aus. Aus! Jetzt guckt euch an, wie der da sitzt. Der will da an die Steckdose und das Kabel, das Ladekabel ist da drin und die Lampe. Glotzt nicht so. Und der ist so süß dabei. Ne? Man kann ihm gar nicht böse sein. Was wollte ich sagen? Ach, mit Fielmann, dass ja, dass ich den Termin hatte. Dann habe ich eine E-Mail von denen bekommen vorgestern. Weil es geht ja nur mit Termin, dass man da zur Zeit hingeht. Calvino braucht eine neue Brille, ich brauche halt eine neue Brille und so. Und dann habe ich per E-Mail eine Bestätigung bekommen von dem Termin und aber im selben Moment auch eine E-Mail bekommen, abgesagt der Termin. Und dann habe ich da angerufen, gerade bei Fielmann. Und dann hat die gesagt, der E-Termin steht aber. Ja, okay, dann komme ich halt. Aber ich habe denen auch gesagt, dass sie bitte schon mal eine Brille von den beiden, die ich letztes Jahr habe machen lassen, in Auftrag geben sollen, dass sie schnell fertig ist. Weil, also die geht zwar, aber erstmal ist sie so, weil die so ein kleines Sichtfeld hat, doof. Das war meine allererste Brille. Die habe ich halt ein bisschen unvorteilhaft ausgesucht, weil ich gar keine Ahnung hatte, was mir so gemütlich ist auf der Nase. Und meine Sehstärke hat sich ein bisschen geändert. Es geht noch, aber
Ja, es wäre halt schön, wenn ich wieder eine normale Brille hätte von meinen. Ja, und das hat sie jetzt schon mal in Auftrag gegeben. Dann wird die ja wohl im Oktober fertig sein, wenn ich da meinen Termin habe, hoffe ich. Ich habe mir jetzt jedenfalls hier einen Tee gemacht. Himbeer, Vanille wieder. Ich verbrauche gerade so ein bisschen die ganzen Teesorten auf. Jetzt ist ja der Herbst, da passt das ganz gut. Denn wenn wir umziehen, dann haben wir nicht so viel Gebimsel zu schleppen. Ne? Dann sind die Schränke nicht so voll, weil, also ich probiere total gerne Teesorten aus und dann, ja, habe ich 5 oder 6 oder 7 verschiedene angefangene Teesorten im Regal und dann ist Sommer und dann trinke ich kaum Tee und ja, jetzt muss ich ihn mal langsam aufbrauchen. Mann, ne? Jetzt ist er wieder ganz allerliebst. Ja, so ist er fein, ne? Also diese Phase, Leute. Ich sag's euch. So, mein Bauch. Ja, also man sieht nichts. Ich habe sofort dieses Kühlding genommen und auf diese verbrannte Stelle gemacht. Also man sieht da nichts. So schlimm wird es nicht gewesen sein. Das ist so blöd, ne? Wie kann man so blöd sein? Wenn, also, ja, ich weiß, dass ich kein Nichtsnutz bin. Das ist mir schon klar. Aber die mich länger verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich so alles mache. Den ganzen Tag. Dass ich den ganzen Tag am Rödeln bin und am Machen bin. Ja, und jetzt bin ich so ausgebremst. Am schlimmsten ist, wenn dieser Schwindel dabei kommt, ne? Das ist ganz schlimm. Und eigentlich wollte ich euch in dem Schwangerschaftsupdate davon einen vorjammern. So jetzt, weil ich habe ja immer gesagt, ich merke gar nicht, dass ich schwanger bin. Ne? So, ach, war ja auch so. Und jetzt auf einmal. So ein Mist. Jetzt erzähle ich euch das im Vlog. Egal. Seht ihr das hier so? Der tritt so sehr. Zack, der zuckt so der Bauch, ne? So schön. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade so aufgeregt habe, ist jetzt das Baby wach geworden. Ja. Jetzt ist er so viel wie ein Baby. Weil er ja ausharren musste, ist er eingeschlafen. Der war nämlich einfach müde. Weil er, ne, dann, ich weiß schon jetzt die Kommentare, der ist nicht ausgelastet. Ne? Und ja, du warst mit dem Laufen, der muss auch vom Kopf ausgelastet werden. Leute, ich spiele auch mit dem. Also nicht nur ich, alle hier spielen mit dem. Nur weil wir das halt jetzt nicht jeden Tag zeigen, dass wir mit dem hier Kopftraining machen und suchen und draußen Leckerchen suchen und was auch immer alles. Spielen, Zerspiele, keine Ahnung. Hundewiese, wisst ihr, gehen wir und hier der Nachbarshund kommt. Aber nur weil wir das halt nicht immer wieder jeden Tag 12-mal zeigen, heißt ja nicht, dass wir das nicht machen. Also, das ist halt wirklich, ne, der ist jetzt 15 Monate. Juni, Juli, August, September. Ja, 15 Monate alt. Das ist eine pubertäre, so ein Schub oder Phase oder wie man sagt. Und der hat den Chip bekommen. Und seitdem, also nicht direkt seitdem, aber ich würde jetzt so sagen, der hat den jetzt 5 Wochen. So seit 2 Wochen ist er schon echt anders geworden. Der ist zwar auch auf eine Art ruhiger geworden, also ja, aber halt nicht so, also jetzt macht er halt wieder so anderen Mist, ne? Was er so als Welpe gemacht hat, extrem, dieses Klauen und so, das sieht ihr auch in den Umzugsvlogs. Das war echt gut geworden. Ja, mal gucken. Ich habe Ende Oktober habe ich einen Termin bei der Tierärztin zum Impfen und dann frage ich mal, ob das davon kommen kann, von dem Chip, dass er so
Selbstfindungsprobleme hat oder so, oder ob es einfach normal ist. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Ja, mal einfach ein bisschen doof. Jetzt tut er mir wieder leid. Ja, dass Vera so von sich gestreckt hat. Naja. Ja, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt einfach Netflixen. Alle sagen, ich soll mich schonen. Dann mache ich das doch einfach, oder? Herr Bernd kommt auch nachher von der Arbeit. Noch 3 Stunden. Kann ich schöne Serie anfangen oder so. Oder einen Film gucken. Habe soweit hier gesaugt und alles fertig. Dann chill ich jetzt einfach. Ja, gekocht ist ja, Gott sei Dank. Und dann werde ich jetzt auch das Video beenden. Habe euch einen vorgeheult und danke euch fürs Zuhören. ja, und melde mich einfach morgen nochmal in alter Frische, würde ich sagen. Und da geht es mir bestimmt auch wieder besser. Seht ihr? Ich wäre auch schon müde. Na, Juti. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.